willkommen zum ersten Teil meines neuen C-Sharp und XNA 4.0 Tutorials. Ja, was wollen wir denn heute bzw. in den kommenden 2,5 Stunden so alles Schönes machen? Wir wollen ein Spiel programmieren, wo die Basics von XNA so halbwegs ein bisschen erklärt werden. Und ja, was halt ein cooles Spiel ist. Ich glaube, man sieht es schon am Namen oben. Es wird ein Pong werden. Und es ist ein ganz normales Pong, was man auch hier vom C64, diese ganz normale, das ganz normale Pong-Spiel halt und mit den zwei Schlägern. Und das wollen wir dann heute halt machen. Leckt ein bisschen, aber das ist aufnahmebedingt und Windows-Emulationsbedingt. Und ich bin so gut da drin. Nee, also so wird das halt am Ende dann so ungefähr aussehen. Nicht gleich, aber so ungefähr zumindest. Und das erklärt dann wirklich, wie schon gesagt, die Basics und ein bisschen C-Sharp kann man da auch noch lernen. Für die, die es in Visual Basic oder VB.NET schreiben wollen, das geht auch. Man kann es dann auch für VB.NET installieren, glaube ich. Ja, so war's. Und das heißt, alle haben was davon, außer die C-Leute, die haben nichts davon. Haha. Ja, so wird es dann für die ersten paar Teile aussehen. Wir werden die grundlegenden Einzelelemente bauen, wie den Ball, dann die Pedals, die Bumpers, die für die Kollisionsabfrage sorgen und den Text. Den werden wir uns dann zuerst in einzelnen Klassen zusammenbauen und dann am Ende erst wieder alles zusammensetzen und die Game-Logik dann darum bauen. So, oder wenn ihr wollt, dann können wir das Ganze dann noch komplexer machen. Wir können das Ganze dann noch mit einer KI ausstatten. Eine KI ist jetzt nicht so schwer. Ist eigentlich nur ein Random Generator. Und wir können dann auch noch das 4-Way-Pong machen. Das 4-Way-Pong sieht im Grunde so aus. Ja, also wir haben oben, unten, rechts und links die Pedals und unser Score-System funktioniert dann etwas anders mit dem Ausschlussverfahren. Das heißt, wer dann eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, fliegt raus. Wenn wir dann dieses 4-Way-Pong haben, dann könnte man gegebenenfalls, je nachdem, wenn ihr Lust habt, das in die Kommentare schreiben, das Ganze noch Server- und Client-mäßig machen. Das ist jetzt die Server- und Client-Version. Kann ich euch leider nicht zeigen, da das IP-gebunden ist. Das heißt, wir können nur einen Client pro IP laufen lassen. Aber das kann man dann am Ende machen. Ich möchte euch jetzt heute nur was oder in den Videos jetzt das Grundgerüst zeigen, woraus das Pong besteht, wie die einzelnen Teile gemacht werden und was die Game-Logik dahinter ist. Das möchte ich euch dann heute zeigen. Und wir fangen halt dann zuerst mit den einzelnen Klassen an, wie schon gesagt, und arbeiten uns dann halt vor, bis wir dann halt dieses Game sehen, was wir da eben gesehen haben. Und ja, ihr braucht dazu eigentlich nur so ein bisschen C-Sharp-Kenntnisse und vielleicht für euch zwei Musikdateien. Eine muss WAV sein als Kollisionssound und eine muss irgendein MP3 sein oder so, die halt als Hintergrundmusik eingesetzt wird. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. Ich werde die Klassen so oder beziehungsweise das so schreiben, dass man das wählen kann nachher, ob ihr Hintergrundmusik oder allgemein irgendwelche Töne haben wollt. Aber wenn ihr das so gemacht habt wie ich, seid ihr darauf vorbereitet, dass ihr halt die verschiedenen Dateitypen an Musik handeln könnt. Und darauf komme ich dann, wenn ich die geht dann aufs passende Video, dann seht ihr das. Gut, wir fangen an. Und hier kommt jetzt ein kleiner Cut und dann sage ich bis gleich. Tschüss. Und hier bei 2010, ich habe zwar auch 2012, aber bei 2012 funktioniert das XNA noch nicht. Doch, es gibt so Methoden, wo es funktioniert, aber jo. Ich hatte keinen Bock mehr zu installieren. Ich hätte das gern wieder hier. Ich hoffe, das nervt nicht allzu sehr, dass ich das. Wie geht denn das? Ah, ja, so ging das. Da ich das so machen, weil bei mir ist der Bildschirm.
wir wollen mit der Klasse anfangen. Mit der Ballklasse. Wollen wir mit der Ballklasse anfangen? Ja, ich denke schon. Ball ist immer das Interessanteste, deswegen tue ich jetzt mal das Interessanteste an dem Anfang. Also die Bewegung des Balls auszuführen, ist auch immer interessant. Aber danach wird es langweiliger, ja. Also bis zum Sound ist dann der langweiligste Punkt des Ganzen erreicht. Deswegen fangen wir mal mit dem interessanten Teil an, dass hier nicht alle einschlafen bei diesem Tutorial. Und dazu gehen wir jetzt Rechtsklick auf Tutorial Pong und sagen, also hier kann man das übrigens hier Create a Copy for Xbox 360. Das heißt, wir können das da direkt für die Xbox bilden lassen und dann auf die Xbox, wenn wir eine haben, ich habe keine, rüberkarren lassen. Gut, wir sagen hinzufügen neues Element. Das braucht jetzt wieder Stunden. Klasse ist schon ausgewählt und die Klasse nennen wir jetzt einfach mal Ball. Richtig kreativ. Und das, was ich eigentlich immer mache, wie ich kopiere mir hier den Schrott. Man weiß nie, wofür man ihn braucht. Deswegen kopiere ich mir das jetzt auch mal hier oben in den riesigen Teil rein. Und das ist die Klasse vom Game 1 erben. Das heißt, dass wir die Funktionen, also einfach gesagt, die Funktionen aus der Klasse Game 1 noch benutzen können. Beziehungsweise auch die Variable teilweise. Je nachdem, wie wir sie gesetzt haben. Wir brauchen wahrscheinlich die Game Time nachher, aber lassen wir uns das. Also machen wir später. So, das heißt, wir haben jetzt hier unsere schöne Klasse, Game 1. Und wir wollen einen Ball machen, ja? Und unser Ball besteht aus einem Rechteck, also ohne Textur. Und dieses Rechteck hat tatsächlich noch eine andere Funktion. Dieses Rechteck hat die Funktion zur Kollisionsabfrage. Wir müssen ja irgendwie gucken, berührt unser Ball ein anderes Objekt wie Paddle Bumpers oder noch ein Ball. Also wir können ja so, es gibt ja so ein Instant Pong-mäßiges Zeug machen, wo wir dann auf Knopfdruck dann 100 Bälle spawnen lassen können. Und das können wir halt dann so machen. Und da brauchen wir natürlich auch eine Kollisionsabfrage, ob die Bälle zum Beispiel gegenseitig berühren. Und dazu benutzen wir ein Rechteck und wir benutzen gleichzeitig das Aussehen des Balles. Das ist ebenfalls ein Rechteck. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Das heißt, für unseren 8-Bit-Style-Pong-Zeug haben wir Schulz. Brauchen nicht so viel schreiben hier. So, fangen wir mit dem Rechteck an. Das Rechteck ist ein Typ Rectangle. Das nehmen wir mal Ball. Also das Rechteck des Balls. So. So, dann brauchen wir Vektor 2. Ja, also zwei Punkte, x, y. Und das Ganze nennen wir Ball. Pos, ich schreibe das immer mit unterstrichen, das ist eine Angewohnheit. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Variablen zumindest von unserem Rechteck. Das heißt, wir wissen, die Startkoordinaten und wie breit und wie hoch das ganze Teil ist. Und wir müssen natürlich wissen, an welcher Position soll unser Ball sein. Dafür haben wir Vektor 2, also die zwei Koordinaten XY. Und die belegen wir, da steht halt die Ballposition drin und nachher malen wir auf diesem Vektor 2 und dann wissen wir genau, unser Ball ist jetzt bei Pixel 100, 200. Und dann genau da der Ball. So, dann brauchen wir noch ein Public Integer, also eine Zahl ohne Komma und so. Einmal Width und einmal Height. So, das heißt, wir wissen jetzt hier, wie groß unser Ball ist. Soll unser Ball jetzt 10 mal 10 Pixel sein oder 100 mal 1 Pixel? Ja, dann wäre unser Ball eine Linie, aber wir wollen ja wahrscheinlich ein Rechteck, ein Viereck haben. Und deswegen brauchen wir die beiden Variablen noch. Wir wissen, wie groß es ist, oder? Im Server, wie bei meiner Anwendung, kann man mit dem, wenn man Shift und hoch runter hält, kann man die Ballgröße verändern. Das heißt, man kann den Ball rein theoretisch einmal einen Pixel machen. Ob man das dann noch aufhalten kann, ist jetzt die andere Geschichte, aber sowas, solche Spielereien kann man halt damit einfügen. So, das nächste, was wir brauchen, ist ein Public Float und das nennen wir Ball Speed. Sollte hoffentlich selbsterklärend sein, wie schnell soll der Ball sich bewegen.
weiß selber, wie schnell er sich bewegen soll. Das heißt, bei jedem Frame in Anführungszeichen weiß der Ball, er müsste jetzt irgendwo hin 10 Pixel weiter. Aber er weiß nicht wohin, er weiß nicht in welche Richtung. So, und deswegen brauchen wir ein Bool, beziehungsweise vier Stück für die einzelnen Richtungen. Also oben und rechts links, also immer diagonal, ne? Und deswegen machen wir uns jetzt mal so ein paar Booleans.
schätzen, das macht ja erstens überhaupt keinen Sinn und macht, ja, macht erst recht keinen Sinn. Sondern ich habe das gemeint. Deswegen sage ich hier einfach this und damit meint er immer das. This Punkt. Was haben wir? Height brauchen wir noch. Height gleich Height. Und this Speed, Vollspeed gleich Speed.
weiß jetzt auch unsere Startposition des Ganzen. Aber die Startposition setzen wir jetzt momentan bei Ports. Das heißt nicht 0, wie heißt denn das? Lieferung, ne? Genau. Wir setzen das jetzt erstmal 0,0. Das heißt, ja. Also hier setzen wir wieder direkt Größe. Hier habe ich das Y klein gemacht. Ist der das nicht automatisch kompiliert? Na, egal. Und hier ist Set. Und damit ist unser Konstruktor im Grunde fertig. Ja, also das heißt, unser Ball kennt jetzt schon mal beim Initialisieren seine Größe, seine Farbe, ja, Farbe jetzt nicht, Farbe können wir später noch festsetzen. Oh, was kennt es noch? Ja, eigentlich so gut wie alles, was er wissen muss. Gut, machen wir weiter mit der Blick Void, also kein Rückgabewert, beziehungsweise, ja, genau. Update. Müssen wir noch nicht richtig schreiben, kein Update. Nee, braucht keinen Parameter. So. In der Update-Funktion wird eigentlich nichts anderes gemacht als neue Ballposition setzen. Aber gucken, ob eine Kollision stattfindet. Und die Richtung und Geschwindigkeit setzen. Ich glaube, oder war es das? Ich überlege jetzt gerade mal. Nee, das war's. Gut. Mir fällt jetzt noch was ein. Wir müssen noch,
Bouncing jetzt.